liebe Freunde vom Radlwaderl und der gepflegten Autounterhaltung. Ich bin heute wieder unterwegs und wieder mal mit Bike and Hike, also zuerst mit dem Radl und dann zu Fuß weiter. Und heute geht's auf einen ganz prägnanten Felssporn, und zwar das sogenannte Dampfschiff. Der erinnert in seiner Form an einen Bug von einem Dampfschiff. Und links davon ist der große Rechenberg auf ca. 1400 Meter, und da gehen wir über eine leichte Wanderung um zu den Felssporen, und dann gehen wir wieder weiter. Da wird es ein bisschen steiler, dann um zum kleinen Rechenberg und dann wieder hoch auf die Rechenbergalm. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn sich der Radlwaderl aufblockt und was er so alles zu erleben ist oder was ich da oben alles erleben werde, das seht ihr in den kommenden Minuten meines Filmes. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Auf geht's, packen wir's, dann haben wir's. Ja, wie ihr ungefähr erkennen könnt, bin ich schon mittendrin im Almgelände, saftig grün alles, und es ist noch ca. eine halbe Stunde bis auf zu der Rechenbergalm auf ca. 1200 Meter Seehöhe, und da tue ich noch einmal Radl deponieren. Ja, liebliches Almgelände, da drüben ist der Dürnstein zu sehen, da war ich letztes Jahr im Herbst oben, Verlinkung da oben, gell? Und da hinter mir sehe ich den ganzen Berg noch angezuckert vom Schnee. Aber das hoffe ich, werden wir heute nicht mehr haben. Also vom Schnee habe ich genug. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir weiter, dass wir mal raufkommen. Fields were mine. We played hide and seek for hours.
Missed our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Without a care in the world, I was one rich little girl. Circa eine Viertelstunde nach der Rechbergalm ist man da rum auf den Kamm. Und da zweigesetzt der Weg. Der markierte geht rechts so wie Richtung Dampfschiff, aber wir haben zuerst noch ein Rendezvous mit dem großen Rechenberg und da sind wir gleich oben, das sind keine 10 Minuten, geht da so Fahrtspuren auf, wie er ist nicht markiert und schauen wir mal, wie der Gipfel oben ausschaut. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnapped me. Take me back, all the way back to them days. Jetzt bin ich hier oben, am großen Rechenberg, auf ca. 1400 Meter. Wunderbare Aussicht heute wieder. Ja, natürlich sucht sich der Radlwadl immer das beste Wetter aus. Aber da ist es der große Rechenberg hinter mir, das Gipfelkreuz. Und ganz hinten unten, das blende ich noch eine genauere Aufnahme ein, ist, kann man bis an Chiemsee umschauen. Und ja, wie gesagt, das ist der erste Gipfel meiner heutigen Tour. Der zweite folgt dann zugleich mit dem Dampfschiff und der wird dann ein bisschen schwieriger zu aufgehen. Also Felspassage, ein bisschen kraxeln muss man, aber ist nicht weit und machbar. Aber jetzt genießt einmal die Gipfelaussicht vom großen Rechenberg. Thank you.
Das Dampfschiff. 1420 Meter. Jetzt bin ich rum. Gipfel Nummer 2 des heutigen Tages. Und taugt mir voll. Genau mein Weg, was mir taugt. Schon ein bisschen Vorrand, aber genau richtig. Also wer da aufgeht, sollte ein bisschen vertraut sein mit schwierigen Bergwegen, dann ist überhaupt kein Problem nicht. Ja, schaut euch das Panorama an. Ha? Ah, haben wir es nicht schön auf der Welt. Wunderbar. Ja, jetzt tue ich da ein bisschen rasten. Und dann geht es am dritten Gipfel, den kleinen Rechenberg. Der kleine Rechenberg ist aber höher wie der große Rechenberg. Keine Ahnung, warum noch der kleine heißt, aber ist auch wurscht. Jetzt tue ich mal Jasna, etwas essen, genau, und etwas trinken, ein bisschen erholen, meine Knie vor allem. Und dann geht es weiter in diese Richtung um mich. Zum kleinen Rechenberg. Genießt ein bisschen die Aussicht, da weiß ich etwas ja auch nicht. Der dritte im Bunde, der kleine Rechenberg, 1460 Meter, sowas ist er hoch, höher wie der große, aber wenn man am Berg selber anschaut, sieht man es eindeutig, dass der große voluminöser ist, also obwohl er von der Höhe her niedriger ist, als wie der kleine, der von der Höhe her höher ist. Also der dritte Gipfel des heutigen Tages, eine Traumwanderung da oben von Klein, also vom großen Rechenberg zum Klein. Dazwischen mit dem Dampfschiff auch wirklich ein Highlight. Aussicht bis rein zum Großglocken und zum Großvenediger. Also wirklich ein Traum einfach. Und heute ist sowieso wieder, ja, von Gott geschenkt, heißt es aber, gell? Und der Radlwadl nimmt das natürlich gerne an. Ja, hinter mir seht ihr das Gipfelkreuz vom großen Rechenberg, vom kleinen Rechenberg, Entschuldigung. Und was sieht man da? Bahn zum Berg. Das wird dann Peter von Wandern mit Peter, Riech am Weg, Wandern mit Peter interessieren. Da bei uns in Tirol oder besser, da heute sind wir ja in Bayern, auch da gibt es Bahn zum Berg. Pickerl aufpickt. Und die Homepage, wer sich darüber informieren möchte, Bahn zum Berg, www.bahn-zum-berg.at, und da sind sehr viele Informationen über die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also Bahn zum Berg. Vielleicht
nehmt es einmal in Anspruch, lasst euch ein Auto daheim und fahrt mit der Bahn zum Berg. Ja, was es da gibt heutzutage. Ja, zwei ein bisschen rasten und dann geht es runter zur Rechenbergalm und da kaufe ich mir noch ein Bierli. Heute wohl verdient. So, jetzt bin ich bei der Rechenbergalm angekommen und mich die ganze Runde habe ich auf einen Radler gefreut. Den habe ich jetzt gekriegt und ja, seit 10 Jahren bin ich das erste Mal wieder da. Rechenbergalm zu empfehlen. Top-Service, echt nette Leute. Das Radl kann man problemlos hinstellen. Ich werde mich an der Stelle verabschieden. Noch mal Prost, Jürgen. Ich trinke es da nicht, ein Gipfel um das Bier. Jürgen von den Alpinfreunden, jetzt wieder oben ins Tal. Nicht ohne vorher mich bedanken, dass ihr euch zugeschaut habt bis zur letzten Sekunde vom Radlwadl. Und wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und mit den Bildern von dem Trail da unten, was ich schon beim Auffahren gesehen habe, auf den freue ich mich jetzt besonders. Ich tue mich verabschieden. Bis zum nächsten Video. Denke Radlwadl.